Fall geht es heute darum, schnell reich zu werden. Ich bin reich und ich scheiß auf alles. Vor allem im Internet geben seriöse Experten Anlagetipps. Ich brauche nicht mal 60 Sekunden, wenn ich auf dem WC bin. Doch wie macht man eigentlich aus Geld noch viel mehr Geld? Das will ich herausfinden. Ich will verschiedene Investmentmöglichkeiten testen. Dafür investiere ich 1.000 Euro von meinem Mitarbeiter Raudi. Guck mal, wie das aussieht. Und ich mache aus den 1.000 Euro sehr viel mehr. Er ist ein sparsamer Mann. In Geldfragen wird er sehr emotional. Erstmal Krypto kaufen. Das ist jetzt auch mit meinem Geld. Das ist jetzt nicht mehr dein Geld. Nur mit Raudis Geld wird dieses Experiment authentisch. Ich spiel's weiter, Raudi. Du gehst raus. Das ist alles mein Geld? Wie viel von meinem Geld ist noch da? Oh Mann, Rauli, ich muss wirklich sagen, langsam macht mir das keinen Spaß mehr. Hier ist Klaas Häufer Umlauf, der hat sich heute freigeschaufelt und ist bereit, dir mal sein ganzes Wissen, was er über Jahre als reicher Mann gesammelt hat, wie man Geld investiert. Wie viel jetzt, Geld von den 1.000 ist noch da? Rauli? Es geht jetzt nicht ganz immer nur mit so Prinzipien oder so, sondern es ist auch schon gut, dass man guckt, was hat man so zu bieten, ne? Und dass man jetzt daraus auch noch ein bisschen was macht. Wir haben dir einen OnlyFans-Account gemacht. Sagt dir OnlyFans was? Ja. Da hat man Profils wie Instagram, nur kann man da praktisch andere Inhalte anbieten und Leute bezahlen dafür. OnlyFans, da gibt's viele US-Stars. Man kann sich als Promi anmelden und dann darüber Geld verdienen. Es geht um Erotik, es geht um Sex, es geht um nackte Körperteile. Das ist jetzt eure Idee. Genau, und was ist mir im Sommer aufgefallen ist, du hast das geile Füße. Im Internet findet sich ja für fast alles jemand. Nein. Es ist doch, sind doch bloß deine Füße, jetzt stell dich doch nicht so an. Als hätte dich jemals im Freibad, hast du doch nie gedacht, oh, ich lasse lieber die Socken an, bevor noch einer meine Füße sieht. Das hast du nie gedacht. Das sind deine Moneymaker. Ich habe jetzt schon eins gemacht mit Schuhen, das praktisch auch ein bisschen mysteriös wirkt. Kann ich mal so ein bisschen geil die Schuhbänder aufmachen? Was ist die Idee dieses Beitrags? Die Idee des Beitrags ist, dass wir dich reich machen wollen. Und zwar mit allem, was uns zur Verfügung steht. Mit meinen Füßen. Ja. Geht um die ganz schnelle Mark. Ich bin doch nicht irgendein Flittchen. Es ist nicht euer Ernst. Zeig mal deine Hacke. Sie schön? Ja. Absolut. Kann sich sehen lassen. Aber ich will nicht alles zeigen. Stopp! Nein! Oh. Oh, da kann ich wirklich kaum das Handy halten. Meinst du, das will einer dann sehen? Also ich wundere mich immer wieder, was die Leute gut finden. Ja. Kannst du noch mal deinen Fuß hier mal so an das Grün halten? Fertig, dann reich. Ja. Da sind Kinder, Klaas. Ja, zieh dich an, da sind Kinder, das ist ja schlimm. Ach, Rauli, jetzt du, komm. Rauli, nun zieh mal, zieh mal wieder die Schuhe an. Komm mal mit. Wettarena. Das ist doch alles kein Invest. Das ist alles, das ist ja ein Glücksspiel. Auf was können wir denn ein bisschen Geld mal wetten? Ich habe gerade zum Beispiel Sapporo gegen Osaka für euch. Japanische Liga? Japanische Liga. Da kenne ich mich gut mit aus. Was würden Sie denn empfehlen, wie viel Geld man wettet? Immer auf die Heimmannschaft und so viel wie möglich. Wie lange geht das Spiel noch? Das Spiel hat noch 20 Minuten zu spielen. Und wie steht's? 0-2 für die Auswärts Osaka. Die richtig guten Quoten kriegt man ja, wenn Sapporo das Ding noch dreht, ne? Zum Beispiel. Hast du eine 25er Quote für? Dann gib mir mal 200 Euro, bitte. 3 Tore in 20 Minuten. Ja. Das ist überhaupt gar nicht, gar keine gute Quote. Irgendwo am anderen Ende der Welt. Das ist wie unrealistisch. Schießen die noch 3 Tore in 20 Minuten 3 Tore? Komm, das machen wir. 200. 200. Für Andrea. Auf Sapporo. Vielen Dank. Bei ihm müssen Sie sich bedanken. Das ist sein Geld. Das ist sein Geld. Das ist gar nicht unser Geld. Sportwetten sind ein Milliardengeschäft. Aber wer verdient alles daran? Das ist Rapperin und Unternehmerin Shirin David. Sie klärt sie mal eben über Sportwetten auf. Sportwetten sind eine gigantische Industrie. Die Wetteinsätze in Deutschland haben sich in den letzten 5 Jahren mehr als verdoppelt. Doch die Betreiber der Wettbüros sind nicht die einzigen, die an der Hoffnung deutscher Zocker mitverdienen. Auch der deutsche Staat kassiert mit. Im Jahr 2020 wurden über 2 Milliarden Euro an Steuern eingenommen aus Lotto, Rennen und Sportwetten. Big Money.
Diesen Sommer trat zudem ein neuer Glücksspielstaatsvertrag in Kraft. Mit dem ist jetzt auch Online-Glücksspiel in ganz Deutschland erlaubt. Aber natürlich ist Ziel dieses Vertrages, das Entstehen von Glücksspielsucht und Wettsucht irgendwie in den Griff zu bekommen und die Voraussetzung für eine wirksame Suchtbekämpfung zu schaffen. Ja, genau. Ja, das wird eng, ne? Aber das Geld ist noch lange nicht weg. Es sind noch 5 Minuten, die müssen 3 Tore schießen. Ja, das ist alles schon mal vorgekommen. Diese Nachspielzeit noch ein bisschen, bestimmt. Achtung! Ja! Der ist drin! Aber für wen? 1-2. Wer ist denn weiß? Nein, die freuen sich, es ist 3-0. Ja, ist, weil sonst würden die... Ja. 3-0, nein. Lass mal bitte das Spiel zu Ende gucken. Jetzt nicht alles schon abschreiben, weißt du? Also, das ist auch ein bisschen unsportlich. Rauli, nur guck doch mal hin jetzt. Jetzt wird das doch erst spannend. Guck mal, jetzt haben wir hier 88. Minute. Ich habe eine private Wette. Ich habe eine Idee. Was heißt private Wette? Ja, pass auf. Darf ich den Eimer mal haben? Ja. Guck mal, ich habe hier den Mülleimer. Mhm. Wir machen jetzt so, ich stelle den Mülleimer gleich auf. Da, und da kommt der Beitrag rein. Warte doch. Ich stelle jetzt diesen Eimer hier auf. Du wirfst deinen Schuh in den Eimer rein. Du setzt 50 Euro ein. Jetzt kommt Jakob, der setzt 5 Euro ein. Wenn du gewinnst, kriegst du 50. Und wenn du gewinnst, dann kriegst du alles. Wenn er daneben wirft, hast du gewonnen. Dann bin ich automatisch. Ich stelle es jetzt auf. Also wenn ich treffe, gewinne ich 5 Euro. Ja. Und wenn ich nicht treffe, wo die Chance 99% ist, gewinnt Jakob 50 Euro. Das ist doch Quatsch, das habe ich dir doch gerade erklärt. Ja. Ich habe gedacht, er muss auch werfen. Nein! Rauli, jetzt mach das. Sei ein erwachsener Mann. Okay, ich treffe. Ich werde es allen zeigen. Und nicht übertrieben. Schade. Oh, ich hätte mich jetzt so auch für dich gefreut. Wollen wir noch einmal aufs Spiel gucken? Ja, ist vorbei. Ist vorbei. Ist vorbei. 3-0. Ja, komm, dann zieh deine Schuhe wieder an, wir wollen los. Steig mal aus. Das hier, das ist die Spielbank Berlin. Da können wir jetzt natürlich das ganze Ding noch mal drehen. Also was heißt drehen? Es läuft ja gut, aber naja, weißt, wie ich das meine. Aber man kommt jetzt nicht einfach so da rein, hier bei Plünnbruns eingekleidet, sondern ich habe was vorbereitet. Das ist jetzt also auch falsch. Ja, das ist alles falsch. Genau, falsch ist das. So, das ist für dich, Jakob. Dankeschön. Das ist meins. Der hat da auch was mitgebracht. So. Mensch, ich muss den Kragen umschlagen, sonst sieht das ja dumm aus. So. Ist zu groß. Ja. Ne? Ist halt zu groß. Sieht viel feiner her. Eure sind passend und meins ist zu groß. Ja. Wir machen eine Comedy-Show, das ist witzig alles. Komm jetzt. Oh, die falsche Richtung. Wenn wir jetzt aufhören, habe ich immer noch 200 Euro. Nee. Wenn wir jetzt aufhören, dann hast du 800 Euro verloren. Wir wollen aber, dass du jetzt hier mit Plus wieder rausgehst. Jetzt werden Champions geboren. Genau, es wäre vielleicht an der Zeit, noch mal ein bisschen frisches Geld oben drauf zu legen, damit wir mehr Chancen haben, praktisch die 1000 Euro vom Anfang wieder einzufangen. 200 noch mal. Ihr wollt jetzt, dass ich noch mal 200 Euro abhebe? Ja, nur. Das ist ein Fünftel das von mache ich auf keinen Fall. Wieso? Es sind schon 800 Euro weg. Nein, so nein, ich will es nicht. Ich sehe aus wie ein Idiot. Hallo. Ihr habt 800 Euro von mir. Schau dir, das Ding ist einfach, hiermit kommt man nicht weit. Das ist alles mein Geld. Ich sag's dir ganz offen, du musst nachschießen. Drin ist auch ein Automat. Da ist ein Automat. Das ist jetzt unser Ocean's 11-Moment. Und deswegen machen wir jetzt alles in Slow Motion. Auli, super. Das ist sehr gut, dass du dich da noch mal besonnen hast. Ich weiß, das ist nicht einfach für 200 dich. 200 Euro ist mein Geld. Ich weiß, aber du tust das Richtige. So, und jetzt machen wir das alles hier rein. Das habe ich mitgebracht. Was ist das? Das ist eine Geldzählmaschine. Ich will zugeben, dass ich dachte, dass wir zu diesem Zeitraum die brauchen, weil wir dem sonst mit unserem Gehirn nicht mehr Herr werden. Eine Million kann man nicht von Hand zählen. Dachte ich, dass wir einfach Zeit sparen. Euro.
Mit den 200 zugeschossenen, muss man dazu sagen. Ne? Von 1200. Komm. Olli, wenn du magst, kannst du da liegen bleiben. Aber du kannst auch mitkommen, wie du willst. Warum habe ich, dieses Idiotenjackett an? Komm jetzt. Guten Tag. Das ist, wir sind Hallo. Praktisch nur die Assistenten. Das ist der Investor. Die Tüte. Also das ist jetzt das, was wir also haben. Können wir Jetons haben? Ja, gerne. Dann tauche ich Ihnen die einmal ein. Das ist super. 20, 30, 40, 445. Genau. 400? Ja. Den Betrag für den Investor? Oder? Nee, für mich erstmal, weil Rauli kennt sich da nicht mit so aus. Viel Glück. Da würde ich jetzt, und das musst du mir einmal nachsprechen. Sag einmal, ich möchte gerne. Sag das doch mal. Ich möchte gerne. Nach Hause. Nee, nein. Du musst jetzt mal, ich möchte gerne. Ich möchte gerne. 445 Euro. Ich möchte gerne 445 Euro. Auf die Farbe. Auf die Farbe. Rot setzen. Rot setzen. Okay. Na gut, wenn du das möchtest, Rauli. Wenn wir jetzt rot haben, kriegen wir doppelt so viel Geld. Das heißt, aus 445 werden 900 Euro. Und dann sind wir ja fast wieder bei der schwarzen Null. Stell dir mal vor. 900 Euro, wie viel das wäre. Okay, das wollen wir jetzt machen. So, meine Herren, ist das Spiel gemacht? Ja, Spiel ist gemacht. Das musst du kann ich es mir noch anders? Nein. Oh, jetzt ist eine Spannung da. Wie viel von meinem Geld ist noch da? Das ist Champagner, Rolli, das ist teuer. Ja, er will heute reich werden hier. Das ist jetzt auch mit meinem Geld. Da ist ein Hund drauf. Du hast geile Füße. Es ist nicht euer Ernst. Vier schwarz per Pass. Ja. Verliert. Ja. Ja. Gut. Ja, dann war das jetzt, eine Erfahrung für heute. Wir haben jetzt kein Geld mehr. Also Rauli, ich sag dir jetzt noch mal eine Sache. Das war eine Investition, und zwar eine Investition in dein Leben. Wahrer Reichtum bemisst sich nicht an Geld, sondern an Zufriedenheit. Aber mein Geld ist weg. Ja. Also, ja. So, also, wir gehen das runter und pfeifen da den Mercedes ran. Und du kannst in der Zeit noch mal deine Erfahrung den Leuten sagen. Weil das ist ja wirklich das Wertvollste, was man überhaupt nur sammeln kann im Leben. Ja. Mach mal ein schönes Fazit wir für die dir Leute. Ja gar nicht bei helfen. Ja? Mach's gut, Rauli. So, schönen Abend noch, die Herren. Bis Tschüss, zum nächsten Mal. Ja, vielen Dank. Tschüss. Ja. Ich hab kein Geld mehr. Aber darf ich hier noch sitzen? Sie dürfen noch sitzen, natürlich. Fazit nehmen. Na, ich mache kein Fazit. Warum soll ich ein Fazit machen? Das Ende. Ja, dann ist es das Ende. Das Ende ist, dass ich zu Melina gehe und sage, dass die Firma mir die 1200 Euro ausbezahlt. Weil es kann ja wohl nicht sein, dass die 1200 Euro dann weg sind. Mag, jetzt hör doch auf, so weiterzudrehen, als wäre das so noch das Ende von einem Einspieler. So. Ja, okay, Cut. Haben wir noch.